ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz besonders, liebe Sören, dass du wieder hier neben mir sitzt. Sören, wir kennen uns schon ganz lange. Wir haben uns vor vielen Jahren in Leipzig bei einem Rohkost-Potluck kennengelernt. Wir haben auch sogar schon vor Jahren ein Video zusammen gemacht. Ja. Ich glaube, es ging um deinen Videokurs Raus aus dem Akne-Labyrinth. Also wir kennen uns schon sehr lange, sind auch regelmäßig so im Austausch, weil uns bestimmte Themen verbinden. Lieber Sören, du bist ja ein sehr bekannter Online-Kongressveranstalter, hast schon verschiedene Themen bearbeitet. Man findet, du hast eine Webseite, einen YouTube-Kanal und auf dem Instagram bist du auch aktiv. Magst du noch ein bisschen was für meine Zuschauer über dich erzählen? Ja, hallo Silke und hallo auch an die Zuschauer. Danke für die Einladung. Ja, also genau, wir sind schon länger in Kontakt und ja, uns verbinden ähnliche Themen wie zum Beispiel Ernährung, aber auch natürlich das Thema Entgiftung. Darüber wollen wir heute ja genauer sprechen. Und das ist ja auch ein Thema, womit wir uns beide schon ja einige Jahre auseinandersetzen und da auch verschiedene spannende Erfahrungen gemacht haben, worüber wir heute auch vielleicht ein bisschen sprechen werden. Und bei mir war es so, mir ging es halt gesundheitlich eine Zeit lang sehr schlecht und ja, niemand konnte so wirklich finden, woran es liegt. Und so bin ich auch unter anderem auf das Thema, also neben Ernährungsumstellung, neben Fasten und den ganzen Sachen auch auf das Thema Entgiftung gekommen. Und habe da halt sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert und habe auch gemerkt, okay, also dass manche Sachen mir davon echt gut weiterhelfen. Und dementsprechend bin ich da sehr in die Tiefe gegangen, habe auch zum Beispiel diesen Entgiftungskongress veranstaltet und auch ein Buch dazu geschrieben, beziehungsweise ein E-Book. Und ja, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das Gespräch sich heute entwickeln wird. Und ich denke, dass wir da einige tolle Informationen haben für die Zuschauer. Vielen Dank, lieber Sören. Ja, Entgiftung ist ja auf meinem Kanal auch schon länger ein Thema über die Ernährungsumstellung, Fasten, Darmreinigung. Ne? Ich hatte das auch immer mal erwähnt und dann kam oftmals so die Frage, oh, warum redet ihr, gerade wenn ich auch mit dem Henry Videos gemacht habe, warum redet ihr immer nur so von Entgiften? Wir haben doch Entgiftungsorgane. Die machen ihre Aufgabe ganz gut. Wir müssen nicht auf Entgiftung achten. Wir müssen das nicht besonders betrachten. Ne? Und dann, genau, habe ich dann immer so meine Informationen, wie ich das so empfinde, weitergegeben und habe gedacht, Mensch, du als Entgiftungskongressveranstalter, du hast dich wirklich tiefgründig mit der Materie beschäftigt. Dich würde ich einfach dazu nochmal bitten, dass wir einfach hier in diesem Video einfach mal ein bisschen die Thematik behandeln. Warum ist es in der heutigen Zeit so wichtig, wirklich bewusst zu machen? Wir wollen keine Angst oder Panik schüren, darum geht es nicht. Einfach bewusst zu machen, ja, in welcher Umwelt wir leben, einfach nur Impulse zu geben, einfach da ein bisschen achtsamer und bewusster zu sein. Das ist so zumindest mein Anliegen. Und klar ist auf meinem Kanal immer eine wichtige Säule gewesen, der Gesundheit, die Ernährung. Aber es ist nicht die einzige Säule, die für eine Gesundheit, wo man die Gesundheit unterstützen kann. Eine gute, ordentliche Entgiftung ist in unseren Augen auch wichtig. Ja, lieber Sören, nochmal so, wenn ich jetzt die Frage an dich weitergebe, warum ist in deinen Augen wirklich eine gute Entgiftung in der heutigen Zeit so wichtig? Warum sollten die Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln und warum sollten die Menschen überhaupt darauf achten? Ja, es ist relativ einfach zu erklären, weil wir einfach in einer Welt leben, in der die Giftbelastung von der Intensität und auch von der Quantität, von der Anzahl der Gifte, einfach hochtoxisch ist. Das heißt, die Giftbelastung hat immer mehr zugenommen, die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte, und die Anzahl der Gifte auch. Und es gibt halt ja, da sehr, sehr viele Synergieeffekte. Das heißt, da ist dann 1 plus 1 plus 1 nicht 3, sondern vielleicht 300 oder 3000. Können wir später noch vielleicht drüber sprechen. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite eine immer höher werdende Giftbelastung und auf der anderen Seite haben wir uns als Mensch, der gestresst ist, der sich vielleicht nicht so optimal ernährt oder auch wenn er sich optimal ernährt, vielleicht auch Nährstoffmängel hat. Das heißt, wir haben immer theoretisch immer weniger oder auch praktisch immer weniger von dem Guten und es kommt immer mehr von dem Schlechten dazu. Egal wie, ja, wie gesund wir uns ernähren und wie wir auf verschiedene wichtige Dinge achten. Man kann sich halt nicht von der Welt abtrennen, in der wir leben. Wir sind damit verbunden. Und ich meine, das ganze Wasser auf der Welt und auch die Luft mit der Welt ist ja alles quasi miteinander verbunden und wir sind damit auch in Kontakt und auch mit der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und so sind wir halt einfach mit vielen Giften umgeben und demzufolge nehmen wir die auch auf. Und du hast schon gesagt, ja, wir haben ja ein Entgiftungssystem, ja, haben wir. Das ist aber nicht auf dem Stand von 2023 oder auch nicht auf dem Stand von 2000, sondern das ist vielleicht noch ja, einige Jahrtausende zurück in ganz anderen Zeiten.
wo die Verhältnisse noch ganz anders waren, wo es viel, viel weniger Gifte gab und wo wir auch viel mehr von dem Guten hatten. Mehr Sonne, mehr Natur, mehr frische Luft, viel mehr Nährstoffe in den Böden und demzufolge auch in den Lebensmitteln. Und daher ist es heutzutage wichtiger denn je, ja, sich um seine Entgiftung zu kümmern, am besten sogar täglich, auf jeden Fall regelmäßig. Und ich habe auch ein paar spannende Zahlen dazu mal rausgesucht. Wenn du möchtest, kann ich das mal so ein bisschen, so ein paar Zahlen in den Raum schmeißen, auch um die Leute vielleicht ein bisschen abzuholen. Ich habe natürlich auch viel recherchiert und zum Beispiel eine Zahl, die mich selbst auch von den Socken gehauen hat, ist, dass ein Mensch in den USA über 54 Kilogramm Chemikalien im Jahr durchschnittlich aufnimmt, was natürlich schon eine riesige Menge ist. Und man geht auch davon aus, dass die Menschen dort über 10 verschiedene Pestizide täglich aufnehmen, einfach über die Ernährung oder über das Wasser. Außerdem wurde 2008 schon die Marke von 40 Millionen bekannten chemischen Substanzen geknackt und man geht davon aus, dass täglich Tausende dazukommen, die einfach der Mensch produziert. Der Mensch gibt auch extrem viele Chemikalien in die Umwelt ab, durch die ganzen Industrie, durch, ja, brauche ich glaube ich keinem erklären, da fällt einfach sehr viel Müll an und sehr viele neue Chemikalien entstehen auch und auf die ist unser Körper überhaupt nicht angelegt. Der ist halt noch in der Steinzeit eher von den Giften, mit denen er zurechtkommen kann. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir uns halt das bewusst machen und darauf achten, regelmäßig zu entgiften. Jetzt weiß ich auch, wie der Arzt heißt, wo ich diese Statistik mit den 54 Kilo her habe im Jahr Chemikalien. Das ist der Dr. Moores. Den Ah kennst du ja, doch. Genau. Moors, Reutern, ne? Der hat ein Buch auch zum Thema, glaube ich, so Entgiftung auf seine Art und Weise geschrieben und da hat er das zum Beispiel auch aufgeführt. Und schätzungsweise sagt man, also ganz vereinfacht runtergebrochen, sagt man, dass die Qualität und die Quantität der Giftbelastung heutzutage tausendmal stärker ist als noch vor 1000 Jahren. Das kann man sich relativ leicht merken, die beiden Zahlen. Und das heißt auch, wir müssen auf verschiedenen Ebenen ansetzen, wenn wir halt gesund bleiben wollen oder gesund werden wollen. Da ist Entgiftung immer ein zentraler Faktor. Also die drei wichtigsten Säulen empfinde ich persönlich eben auf eine gute Ernährung zu achten, eine vitalstoffreiche Ernährung, ne? Also mit genügend Mineralien und Vitaminen, Enzymen und so weiter, eine gute Entgiftung und die emotionalen Themen, ne? Die können auch verhindern, dass wir wirklich ja ganzheitlich gesunden können. Und ja, bei dieser Entgiftungsgeschichte, du hast es ja schon so beschrieben, dass wir in einer Umwelt leben, die einfach nicht mehr uns die nicht mehr artgerecht ist eigentlich für uns, ne? Unsere Ja. Entgiftungsorgane, die können das nicht mehr immer alles stemmen. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Ich glaube, Dr. Joachim Mutter hat es auch, glaube ich, in deinem Entgiftungskongress gesagt, es gibt gute Entgifter und schlechte Entgifter. Es gibt Menschen, die kommen damit besser klar als andere. Es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, die Entgiftungsstörungen haben und die Gifte akkumulieren sich im Körper und dann kommt dann vielleicht noch eine ungünstige Ernährung dazu, mehr Stress, ein übersäuerter Körper und dann kann es ja, dann kann es ganz früh zu chronischen Krankheiten kommen, zu Ganzkörperschmerzen, zu chronischer Müdigkeit. Ich hatte wirklich auch kürzlich mit einer Frau zu tun, die ist schon mit Ende 30 in Frührente und hat leider auch ihrem Kind gewisse Gifte abgegeben. Das wissen ja auch viele nicht, dass Mütter gerade an das Erstgeborene einen Teil ihrer Giftstoffe abgeben. Das hat doch, glaube ich, mal der Dr. Dietrich Kling hat irgendwann in Vorträgen gesagt. Also das war für mich eine ganz neue Erkenntnis. Früher hat die Schulmedizin ja gesagt, na, durch die Plazenta ist das Neugeborene oder der Fötus geschützt. Das ist leider nicht so. Und ja, jetzt leben wir, ich weiß nicht, hast du eine Zahl, wann es wirklich angefangen hat, bedenklich zu werden mit den Giftstoffen, Schadstoffen? Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Pestizide Eine dazu. konkrete Zahl habe ich nicht, aber ja, ich denke, spätestens ab dann ging es los und muss auch immer dazu noch sagen, dass die Böden damals noch viel nährstoffreicher waren. Vor allem viel mehr Mineralien und Spurenelemente drin waren, wodurch man das auch noch ein bisschen besser abpuffern könnte. Wenn ich jetzt gut mit den guten Sachen versorgt bin, dann blockieren die quasi auch Stellen, wo dann sich normal Gifte anlagern könnten, beziehungsweise es gibt halt immer so Gegenspieler, wie zum Beispiel Quecksilber und Selen. Wenn ich gut mit Selen versorgt bin, kann Quecksilber weniger anrichten und so weiter und so fort. Und wenn die Leute selbst mit einer vielleicht einfachen Kost, die sie sich aber selber angebaut haben, wo bei der Landwirtschaft noch auf vieles geachtet wurde, wenn die da einfach gut versorgt waren, dann konnten vielleicht die Gifte da weniger Schaden anrichten. Und heutzutage kann man sich ja anschauen,
ja, die meisten Menschen sich ernähren. Das ist schon mal ziemlich extrem. Und selbst die Leute, die sich probieren, möglichst gesund zu ernähren, die kommen auch nicht auf alle wichtigen Nährstoffe, meiner Meinung nach. Also es ist fast unmöglich, ohne Nahrungsergänzung da gut aufgestellt zu sein. Und zu der Thematik, was du gesagt hast also Mutter-Kind-Thematik bezüglich Entgiftung, habe ich noch eine Zahl, dass sich mittlerweile über 350 synthetische Chemikalien in der Muttermilch nachweisen lassen. Auch zum Beispiel in der Nabelschnur lassen sich mehrere hundert Gifte nachweisen. Und ich habe auch noch eine kleine Grafik dazu. Würde ich mal kurz teilen. Du kannst mir Bescheid geben, wenn du sie siehst. Ja, ich sehe sie. Genau, hier sieht man quasi, hier sieht man den Anstieg von Flammschutzmitteln in der Muttermilch von schwedischen Frauen zwischen 1972 und 97. Und man sieht, dass das um das 60-fache angestiegen ist. Also das entspricht einer Verdopplung um alle 5 Jahre. Und es wäre für mich nicht verwunderlich, wenn die Zahl heute noch deutlich höher ist. Also auf jeden Fall nicht niedriger. Und das zeigt so ein bisschen so hier sieht man ja auch, wir haben gerade darüber gesprochen, wann ging das Ganze los. Also 1970 war anscheinend noch nicht so viel von diesen Chemikalien im Umlauf und das, ja, wurde dann immer mehr. Und das bekommen dann halt die Kinder auch ab, was auch ein Grund dafür ist, dass Kinder heutzutage immer früher, immer kränker werden. Also Krankheiten, die früher im Alter da waren, neurologische Sachen, was weiß ich, Multiple Sklerose, aber auch die ganzen Autoimmunerkrankungen und so weiter, kommen heutzutage immer, immer früher. Das sagen mir immer Ärzte, wenn ich sie interviewe, sagen sie, sie beobachten heutzutage Sachen, die Kinder, die mit 10, 15 Jahren haben das, was früher vielleicht 40, 50-Jährige hatten. Also die Entwicklung ist ja sehr schwierig. Die Leute werden immer früher, immer kränker. Und auch die Zahlen, die man diesbezüglich sieht, ich kann mal noch ein paar andere Sachen zeigen, ja, sind sehr erschreckend. Hier habe ich noch was zu Kindern, die sollten einen Menschen malen. Und rechts sieht man im Durchschnitt, sieht man quasi Zeichnungen von Kindern, die viel Giftbelastung ausgesetzt waren. Das heißt, da erkennt man nicht wirklich, um was es geht. Und auf der linken Seite sieht man halt das von Kindern, die wenig Giftbelastung ausgesetzt waren, was natürlich ein großer Unterschied ist. Und das ist jetzt nicht nur bei einer Zeichnung so gewesen, sondern das war bei mehreren von diesen, bei dieser Untersuchung war das so. Genau. Was natürlich auch noch ein großes Thema ist, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, diese ganzen neurologischen Geschichten, wie zum Beispiel auch Autismus, ist extremer explodieren. In den USA, aber auch in Deutschland. Deutschland hinkt halt immer so ein paar Jahre hinterher, aber man kann eigentlich bei vielen Themen ist Deutschland ja, sage ich mal so, ja, 10, 15 Jahre später dran. Wenn man hier sieht, wie die Autismuszahlen explodieren und die haben auch sehr viel mit der Giftbelastung einfach zu tun. Zum Beispiel gibt es hier auch eine Grafik, was die Korrelation zeigt. Es muss jetzt nicht zwangsmäßig eine Kausalität sein, kann ja jeder selbst interpretieren, wie viel Glyphosat auf den Feldern aufgebracht wurde und wie stark verbreitet Autismus bei Sechsjährigen war. Sieht man einfach also einen extremen Anstieg. Und auch das Gleiche haben wir für, oder eine ähnliche Entwicklung haben wir auch bei Quecksilber in Impfungen, in Impfstoffen. Wie das. Hier sieht man auch diese grauen Balken, sind quasi der Quecksilbergehalt in Impfstoffen und hier im Vergleich dazu, wie der Autismus angestiegen ist in der Zeit. Natürlich sind in der Zeit auch noch andere Dinge passiert, Elektrosmog ist angestiegen und so weiter. Aber ich finde das prinzipiell sehr, sehr spannend, dass es da solche Untersuchungen gibt. Und was ich vorhin auch gesagt habe, es gibt halt ja auch sehr viele Synergieeffekte. Zum Beispiel Quecksilber und Aluminium. Aluminium und Glyphosat. Quecksilber, Glyphosat, um nur einige zu nennen. Und hier sieht es vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber ich probiere das mal kurz zu erklären. Hier hat man geschaut, inwiefern Gehirnzellen auf Gifte ja, reagieren.
Und da hat man Thiomersal hinzugegeben, das ist quasi ein quecksilberhaltiger Zusatzstoff aus Impfungen. Und nach 24 Stunden sind 65% der Gehirnzellen abgestorben. Wenn man jetzt nur Aluminiumhydroxid, das auch quasi ein Impfstoffzusatz gegeben hat, dann waren 15% aller Zellen sind abgestorben. Und wenn halt beides zusammengegeben wurde, dann waren nach 24 Stunden alle Zellen abgestorben. Und wenn ich jetzt halt noch 100 oder 1000 andere Gifte zusätzlich noch da habe, was weiß ich, Blei, Arsen, die ganzen Pestizide, Fungizide, Herbizide, die ganzen Chemikalien, dann kann man sich ja vorstellen, dass das so ein Cocktail ist, auf den unser natürliches Giftungssystem nicht angepasst ist, einfach auf diese Wucht und Vielzahl an Giften, mit der wir da konfrontiert werden. Genau. Ich denke, dass auch, ich meine, ungefähr um 2000 stieg ja auch rasant die Diagnosen von ADHS und ADS an, auch Autismus, ne? Dass man Ja. immer, ich denke immer, das spielen verschiedene Faktoren rein. Gerade es wird ja vor allem immer bei Schulkindern diagnostiziert. Da kann man sich auch fragen, ist das überhaupt noch kindgerecht, dieses System? Gerade wenn Kinder so aus Waldkindergärten oder freier Aufgewachsenen kommen dann in dieses Schulsystem, wo sie dann so eingepfercht werden. Klar, muss man verschiedene Hintergründe nochmal beleuchten, warum tritt das jetzt auf, aber auf alle Fälle sehr interessant. Und ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Schleimfreier Herkunft, Anodiät, habe ja auch viel schon auf meinem Kanal dazu gemacht. Und selbst er hat schon vor über 100 Jahren auch von gewissen Belastungen besprochen. Ich glaube, Blei, Quecksilber war damals schon auch Medikamente, also Rückstände von Medikamenten. Und bei ihm war natürlich ein großes Thema Ernährung. Zu stärkehaltiger Ernährung. Aber auch damals, vor über 100 Jahren, gab es da schon Belastungen, aber nicht in dem Maße wie heute. Also Richtig. die Schadstoff und vor allem, wenn das immer vererbt wird, mittlerweile seit vor über 100 Jahren, müsst ihr gucken, wie viele Generationen gab es denn schon, was wurde weitervererbt, was hat sich akkumuliert, ne? Und dann kommen die emotionalen Themen dazu, Stress, verschiedene Hintergründe, dann, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass es so einen synergistischen Effekt haben kann. Es gibt ja auch positive synergistische Effekte von gewissen Dingen, aber bei diesen Schadstoffen kann es wirklich sehr die Gesundheit auswirken. Gerade Glyphosat und Aluminium. Ich glaube, der Matthias Sebola ist ja auch Heilpraktiker, der sich teilweise auch mit Entgiftung beschäftigt, hat das ja, glaube ich, auch mal in einem Interview beschrieben. Die Auswirkungen oder Glyphosat und Aluminium, das wissen viele gar nicht, was das bewirken kann. So. Ja, noch eine Zahl zu den Kindern habe ich gefunden, dass in den USA, also im Jahr 2006 war das so, dass nur noch eins von 10 Kindern neurologisch unauffällig und medizinisch unauffällig war. Das ist schon, also nur 10% der Kinder kommen quasi gesund in die Schule. Das ist schon eine sehr, ja, eine sehr markante Zahl, sage ich mal. Und dann geht es natürlich los mit Medikamenten, Psychopharmaka und so weiter. Und dass die Kinder nicht unbedingt gesünder werden im Laufe des Lebens, wenn halt nicht Änderungen vorgenommen werden, das ist dann auch wenig verwunderlich. Es wird also praktisch immer nur ein Pflaster drüber geklebt, immer nur Symptombekämpfung, aber es wird nie geschaut, was ist denn wirklich die Ursache. Ja, und das Ding ist, wenn ich jetzt da ein Pflaster draufklebe, dann, wenn ich vielleicht bei einer Wunde ein Pflaster draufklebe, dann ist es halt eher so, dass dann vielleicht an drei, vier anderen Stellen noch eine neue Wunde aufgeht. Muss ich da auch überall Pflaster draufkleben, aber irgendwann ist das halt nicht mehr kontrollierbar. Also, ja, deswegen nehmen auch, also so viele Menschen nehmen ja so viele Medikamente und das ist alles gar nicht mehr, das ist ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Ja, es werden ja auch gewisse Messwerte, zum Beispiel für Bluthochdruck, die sinken ja immer mehr und immer mehr Menschen nehmen auf einmal Bluthochdruckmittel, ne? Also schon allein das, was man über die Ernährung aufnimmt, über die Medikamente, auch über gewisse Behandlungen am Anfang, wenn man ins Leben einsteigt, bekommen ja Kinder hier in diesem System gewisse Behandlungen. Es gibt zwar immer mehr Eltern, die das hinterfragen, aber die Masse hat trotzdem diese, wir ja auch, hat ja trotzdem diese Behandlung hinter sich und man weiß ja nie, wie dann wirklich die Langzeitfolgen von sowas sind, ne? Was wird da wo eingelagert? Welchen synergistischen Effekt mit anderen Mittelchen kann das dann hervorrufen? Das ist halt auch so eine Sache. Da sind sich viele Menschen gar nicht bewusst, ne? Und deswegen, ja, finde ich es auch so wichtig, sich mit dem Thema Entgiftung einfach auseinanderzusetzen und dann einfach zu schauen, okay, darüber
Können wir uns Giftstoffe zuführen? Was kann man, wie kann man die Ernährung ändern? Welche Kosmetik benutze ich in Zukunft? Was kann ich tun, um die Giftstoffe, die Schadstoffe einfach zu minimieren oder herunterzusetzen? Ne? Und welche effektive Entgiftungsmethode kann ich für mich nutzen, um mich und meine Gesundheit gut zu unterstützen? Was ich auch noch wichtig finde, du hast gesagt, Arnold Ehret, und vor 100 Jahren hat er es schon gesagt und hat auch mit Entgiftungen damals schon gearbeitet, Reinigungen und so weiter und so fort. Und ich denke, ich gehe davon aus, dass diese Methoden vor 100 Jahren sehr effektiv waren. Ich bin mir auch sicher, dass sie heute allein nicht mehr ausreichen. Sinnvoller ist es eher, diese Sachen auch über die Ernährung, über Darmreinigung, über Fasten noch zu kombinieren mit anderen Entgiftungsmitteln, mit anderen Entgiftungsverfahren, die einfach darauf angepasst sind, mit dieser Hülle und Fülle an den ganzen Toxinen umzugehen, die auch alltagstauglich sind, wo man mit relativ wenig Aufwand einen sehr guten Entgiftungseffekt hat. Und da haben wir ja beide auch so ein paar Mittel gefunden, die wir sehr spannend finden, vielleicht, oder wo wir auch Leute damit betreuen in einer Telegram-Gruppe. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wo die Leute sich melden können zum Beispiel, oder wie das aussieht. Ich stimme dir da auf alle Fälle zu, Sören. Ja, der Fokus auf meinem Kanal ist ja Ernährung und auch Entgiftung und Ernährungsumstellung. Damit kann man schon einiges machen, auch wenn man fastet und Darm reinigt. Da gibt es ja auch so ein paar Mittelchen. Aber ich bin immer dafür, gerade auch die Schleimverheilkost mit effektiven Werkzeugen zu verbinden. Dass ich sage, wir brauchen trotzdem effektive Werkzeuge, die das Ganze unterstützen, gerade bei dem Thema Entgiftung. Und wir beschäftigen jetzt uns auch schon so lange mit Entgiftung, haben auch verschiedenste Produkte schon getestet. Es gibt viele effektive Werkzeuge zur Entgiftung. Und Sören und ich, wir arbeiten jetzt schon seit ja, über einem Jahr mit sehr effektiven Werkzeugen in unseren Augen. Und was für mich das auch besonders wertvoll macht, dass auch die emotionale Komponente damit berücksichtigt ist. Das funktioniert nicht nur so einfach auf körperlicher Ebene, sondern auch die emotionalen Themen können angegangen werden oder können hochkommen, losgelassen werden. Und deswegen finde ich es so effektiv. Also wenn ihr da Interesse habt, diese Art, also mehr Informationen über diese Art der Entgiftung zu erfahren, dann findet ihr unter dem Video, unter unseren Videos, eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr hinschreiben und da bekommt ihr mehr Infos. Also wir sind begeistert und wir machen viele positive Erfahrungen auf ganzheitlicher Ebene mit den Menschen, auch wir selber. Also vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Erfahrungsvideo, ist schon auf alle Fälle sehr spannend, was mit dieser, sag ich mal, neueren Entgiftungsmethode, das, was die, ich denke mal, es ist eine Entgiftungsmethode der neuen Zeit, was wirklich auf die Anfordernisse oder auf das, was wirklich gerade ist, ganz gut eingreift und das nochmal ganz anders, sage ich mal, bearbeitet oder ganz anders unterstützt als alles, was es vorher gab. Und ja. Ich würde noch hinzufügen, wie du auch schon gesagt hast, wir bekommen halt fast eigentlich täglich quasi sehr, sehr positives Feedback dazu. In den Gruppen sind ja auch mehrere hundert Leute drin, die auch diese Sachen dauerhaft nutzen und weil sie so gute Effekte merken bei sich und bei ihren Kindern und Familienmitgliedern. Und ja, vielleicht noch so als Hinweis aus rechtlicher Sicht ist es eher schwierig zu sagen, um was es sich dabei handelt. Aber wer Interesse hat, der kann sich einfach per E-Mail melden und die E-Mail-Adressen findet ihr in der Videobeschreibung. Genau. Also ja, vielleicht so als kleines Fazit noch. Thema Entgiftung. Aus meiner Sicht extrem wichtig, neben natürlich einigen anderen Faktoren, aber ein Grundbaustein für die Leute, die heutzutage wieder gesund werden wollen oder auch gesund bleiben wollen, gehört immer Entgiftung dazu, weil wir einfach täglich damit konfrontiert werden und einfach in einer Zeit leben, in der unser Entgiftungssystem nicht mehr an die Giftlast angepasst ist. Silke, hast du vielleicht noch ein Schlusswort dazu? Ja, ich danke dir. Also ich würde einfach an unsere Zuschauer, ich würde mich da erstmal anschließen und unseren Zuschauern auch empfehlen, sich wirklich, wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, da wirklich mit der Thematik zu beschäftigen. Und wenn ihr mit uns resoniert und auch mit uns zusammenarbeiten wollt, was die ganzheitliche Entgiftung angeht, dann meldet euch gern bei uns. Und wir machen auch regelmäßig Q&As. Es gibt Erfahrungsaustausch. Was auch interessant ist, da kommen auch einige Informationen dazu noch in den nächsten Wochen, Monaten. Mit diesen Produkten, die wir indirekt angesprochen haben, machen wir auch regelmäßig Parasitenkuren. Da ist der Sören auch manchmal dabei. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, Parasiten. Aber das wollen wir hier nur so ein bisschen anteasern. Da kommt auf alle Fälle auch von uns beiden etwas. Ja, ich kann euch nur ans Herz legen, euch mehr damit auseinanderzusetzen. Und ich habe
so einen neuen Satz für mich kreiert mit dieser Art der Entgiftung, dass da die Möglichkeit besteht, zu erkennen, wer man wirklich ist. So. Also das ist wirklich meine wahre Erkenntnis, diesen Weg zu gehen, erkennen, wer man wirklich ist, so sein Potenzial einfach zu erkennen und diesen neuen Weg zu gehen. Sehr kraftvoll. Gerne, liebe Sören, das ja, es ist auch sehr kraftvoll, auch was so, wenn ich aus persönlicher Erfahrung sprechen kann, was so mit mir in den letzten 1,5 Jahren passiert ist, auch mit meinem Sohn. Ja. Dazu gibt es bestimmt auch nochmal Erfahrungsberichte. Das ist auf alle Fälle sehr spannend. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr Interesse habt, damit resoniert, den Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Ich freue mich auch auf ja, auf eure Nachrichten und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Wir haben ja noch einiges geplant, Silke. Ja, ich freue mich sehr, Sören, dass wir wieder mehr zusammen machen. Wir sind ja schon privat im Austausch, aber auch öffentlich, dass man uns öffentlich auch mehr zusammen sieht. Genau, weil uns viele Themen verbinden, weil wir hoffen, einfach positive, wertvolle Impulse nach draußen tragen zu können. Ja, wir wünschen euch jetzt eine wundervolle Zeit, eine wundervolle, harmonische, bewusste Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis dann, tschüss.